Der Tempel ist ja so doof, so doof, so doof. Ist ausgesprochen doof. So einen bekloppten Tempel gibt es überhaupt nicht. Ja, Leute. Damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Part Zelda Ocarina of Time im Tempel des Grauens. Wow, wir haben getroffen. Top, Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aha. Hier können wir also den Wasserstand ganz erheben. Na, na, na. Na, 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 na. So. Ich hoffe, wir kommen hier oben jetzt auch weiter. Huch, das wollte ich jetzt nicht. So, da brauchen wir einen Schlüssel. Und ich hoffe, den Schlüssel finden wir auch. Oh, diese Drecksspinnen nerven sowas von. Ja, ist klar, ey. Komm, verreck, du Mistvieh. Ey, boah. So nervig, die Mistviecher. Ja, hier ist doch schon wieder irgendwo eine. Ich hör's doch. Ach, kommt, leckt mich. Solche Mistviecher, echt, ey. Ach nee, das ist der Eingang. Okay. Aber hä? Wieso? Hä? Wieso hab ich dann... Da geht's nochmal weiter, ja. Oh, schon wird er so Vieh. Oh. Einfach nur nervig. Ihr könnt euch mit Navi zusammentun, echt. Alle in den Sack stecken und ersaufen lassen. Navi, diese Mistviecher, alle in den Sack und ersaufen lassen. Und Stiefelchen wechseln. Ja, warum denn auch nicht? Es macht uns ja so viel Spaß. Aha. Oder gehe ich doch hier... Ach, ich gehe erstmal hier lang. Da gibt es eine Truhe und ich kann den Fels nicht verschieben. Also müssen wir hier lang. Okay, 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 okay. Whatever ich jetzt hier machen muss. Ey Leute, ich habe so das Gefühl, dass dieser Tempel sehr lange dauern wird. Sehr, sehr lange. So lange, dass ihr mich dann einsagen könnt nach dem Tempel. Ich hasse diesen Tempel nur. Ich hasse ihn einfach nur. Ah, toll. Da kommen wir noch nicht hin. Und da ist der Ausgang. Und und B. Wir haben keinen Schlüssel. Und oh, alles schon wieder scheiße hier. So ein Drecktempel, ey. So ein Drecktempel. Komm, nicht lecken hier. Oh, Leute, kann ich mich nicht einfach hier durchcheaten? Mann, geht mit der Tempel auf den Sack. Ey, das ist der einzigste Tempel, wo ich richtig Bock drauf habe, mich durchzucheaten. Aber keine Sorge, Leute, ich werde es nicht tun. Ihr sollt mich ja leiden sehen. Beziehungsweise, ihr wollt mich ja leiden sehen und ich werde euch diesen Gefallen tun. Warum ist der Tempel so beschissen? So beschissen, so beschissen. Ist ausgesprochen beschissen. So beschissen ist doch kein Tempel. Yeah. Ja, ich hab mal... Ich bin so fröhlich ein bisschen umgetextet. Weil ich bin so fröhlich, kann ich hier nicht singen. Nein, nicht bei diesem Tempel.
Nicht bei diesem Tempel. Oh, ey, Leute, ich bin sowas von ratlos. Aber wartet mal, Leute. Ah, ich weiß. Ah, ich glaube, ich weiß, was wir tun müssen. Ja, doch, das probiere ich jetzt mal aus. Aber dazu müsste ich erstmal wieder an so einer komischen Stelle kommen, wo wir das Wasser ein bisschen verschieben können. Oh. Oho. Oho. Na, da müssen wir nochmal hin, wenn wir das Wasser abgelassen haben. Das sieht mir schwer nach Bombe aus. Aber ich wollte jetzt erstmal... Ah, ja, ich glaube, da sind wir richtig. Ey, vor allen Dingen das Geile ist, sobald das Wasser abgelaufen ist, also sobald wir das Wasser senken, ganz senken, sind die Fackeln hier an. Ey, als ob hier ein Mitarbeiter ist im Wassertempo und die immer da steht und die Fackeln anzündet. Genauso mit der Fackel. Ich habe den Mitarbeiter noch nie gesehen. Ey, das ist doch ein Traumjob. Mitarbeiter im Wassertempel als Fackelanzünder. Ist das nicht ein Traumjob? Genau da will ich hin, wo der Riss ist da an der Wand. Das ist doch ein Traumjob. Fackelanzünder im Wassertempel. Ein Stückchen zu weit weg. Ich glaube, wenn wir mit dem Tempel hier durch sind, kann ich das Lied nicht mehr hören. Ich glaube, dann träume ich nachts von Zeldas Wiegenlied. Diese Melodie wird mich verfolgen. Ja, hier. Mitarbeiter! Wo ist der Mitarbeiter? So, wo war denn das jetzt? Ich glaube, das war... In irgendeiner Schwul... ja, die Tür, ja. Die Tür war... Ja, komm, mach Schacht auf für Link. Genau, jetzt werde ich das Wasser nochmal mittelmäßig hochheben, whatever. Und dann kicken wir mal, ne, Leute? Guck mal, schon scheiße. Dann gucken wir mal. Dass wir den Riss da aufmachen können. So, schön auf die Zeit achten, nicht, dass es auf einmal wieder so knapp wird wie im letzten Part, wo ich auf die Uhr geguckt habe und es waren schon weit über 10 Minuten. Das war dann nicht so toll. So, und nach unten. Und ich lasse mich erstmal treffen von diesem Stachelfischer. Natürlich. Warum denn auch nicht, Mensch. Die wollen ja auch bezahlt werden, dafür, dass sie mich stechen. Aua. Ach ja. So, jetzt einmal hinauf hier. Und mir war so, dass da ein kleiner Schlüssel war. Da, wo wir jetzt hingehen. Ja, genau, hier wollte ich hin. So, Link, da backe mal deine Bomben aus. Gut. Klar! Ich halte das Schild davor und werde trotzdem von der Bombe getroffen. Natürlich! Ach, so ein Schild, ey. Was ist schon so ein Schild, ey? Ach... Das schützt doch nicht. Ach, wie kommt ihr nur drauf, dass ein Schild schützen könnte? Ach Leute, ihr habt Vorstellung. Bam,
bam 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 bam. Also Leute, ihr seht, es geht langsam voran. Geht nicht so schnell wie in den anderen Tempeln. Aber zumindest geht's voran. Und wir gammeln noch nicht irgendwo hier im Tempel rum und suchen irgendeine Tür oder irgendeine Truhe oder irgendeinen anderen Kack. Aber es wird noch kommen, Leute. Ich verspreche es euch. Es wird noch kommen. So, und ich bin immer noch auf der Suche nach der Zun-Tür. Ach Leute, ich beende an dieser Stelle jetzt erstmal den Part und ich mache lieber Pause und wir machen dann im nächsten Part weiter. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao.